Willkommen zurück zu Luigi's Mansion. Wir sind jetzt ganz frisch in der zweiten Etage. So Richtung Dachboden, kann man sagen. Und sind jetzt in wo? Trophäensammlung. Wir sind in Trophäensammlung. Und hier gibt es in der Tat ein Käsestück. Ich hoffe, dass uns keine Geister belästigen. Da ist das Käsestück. Und wir wollen die Goldmaus haben. Los geht's. Na nu, was haben wir denn da? So wie ich es mag. Sauber und aufgeräumt. Ich glaube, wir missverstehen uns, Herr Klempner von und zu. Das da, bitte. Eindeutiger geht's nicht. Komm her. Yeah, Baby! Geldscheine for the win. Geldscheine for the win. Da, 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 da. Ansonsten gab's hier aber nicht viel, hey. Ah, wir müssen... ganz genau. Um hier die Geister zu rufen, müssen wir diese komischen Hirschköpfe mal ärgern. Mario. Oh ja, gut. Dann tun wir das. Oh, das ist ein Wassergeist. Da müssen wir mit Eis her. Hol mal Eis, Luigi. Wo kriegen wir denn am schnellsten Eis her? Vom Eismann. Bäh. Diese Dinger, die nerven mich vielleicht. Diese kleinen elektrischen Scheißhaufen. Wo wir auf jeden Fall Eis herbekommen, ist da, wo wir direkt hinsteuern. Und zwar right here. I am gespannt. Was? Hier ist was Buhu-mäßiges? Wie kommt's? Na, da nicht drin, ne? Weiß gar nicht. Was ist los hier? Hier ist tatsächlich ein Buhu. Ja, sind das auch schon sehr nah auf der Spur. In einem der Stühle. Es ist Winnebu. Den hatten wir schon mal. Der ist entkommen. Erinnere ich mich. Danke fürs Stillhalten. Genau das habe ich gebraucht. Ja, dann habe ich die Nummer 21 jetzt auch im Sack. Wunderbärchen. Hallo, was laberst du heute so viel? Alter. Hält mich von der Arbeit ab. Zack. Eis, Eis, Baby. Luigi hat Eis, Eis, Baby. Ach, nervt mich alle nicht. Komm, lasst mich alle in Ruhe. Los geht's, nach oben da. Mario! So, wo bist denn? Bist du immer noch hier, oder? Muss ich wieder die Hirschköpfe rufen? Hi. Und tschüss, Mann! Excellendo! So, du bist die Nummer 2. Oh nein. Schon wieder so ein blöder Ekelpilz. Ausweichen. Yay! Kommst schon freiwillig, das ist sehr gut. Und ein bananenschwingender Idiot, der mich jetzt flachgelegt hat. Meine Herren. Okay, hier ist was los. Ich würde vorschlagen, erst mit den Eisgeistern, ne? Erstmal die scheiß Bananen weg. Okay, jetzt bist du dran. Eben kommt noch keiner und jetzt ist hier die volle Party, ne? Chuck! Warum hat das nicht gezählt? Mann! Okay, ich werd gerade geärgert. Das ist kein Problem. Luigi wurde schon früher oft gemobbt. Das ist, das kennt er ja. Okay, der macht ihn so tot. Aus Neues. So tot. Aber ich es euch auch mal gezeigt. Dann ist er einfach weg. So. Und du bist der Letzte, glaube ich. Dann bin ich euch alle los hier. Herrlich. Gibt's was Schöneres? Was kriegen wir denn dadurch? Nichts. Yeah, Baby. Okay. Ich weiß, wo es hinführt. Und zwar in die ewige Verdammnis.
Das war nur ein Fake. Da bedanke ich mich. Und das hier ist Busch und Klein ging allein in die große Welt hinein. Da, 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 da. Du kannst nicht in den Raum gehen, wo ich noch nicht war. Hallo. Bleib doch mal. Danke. 22. An so Situationen einfach immer weiter saugen, solange die noch nicht endgültig im nächsten Raum sind. Damit haben wir hier alles. Oder gibt es noch irgendwas, was ich an Geld erkunden könnte? Die Lampen. Lampen. Lampi. Lanturn. Hammer Time! Okay, lasst euch überraschen. Ja, genau. Lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. Mario. Egal. Keine volle Energie, aber egal. Kriegt man vielleicht hier. Ich sehe schon, der Buhura da, der schlägt stark aus und hier haben wir überall Pflanzen. Kriegen wir hier vielleicht voll viel Energie? So? Warum denn nicht? Ich will Energy. Die, die es nicht kennen, die fragen sich jetzt vielleicht, warum hier der Radar so ausschlägt wie blöd. Da ist der ganze Rest vom Schützenfest. Durch die Tür können wir noch nicht. Und das sollte klar sein, was jetzt kommt. Ey, warum kommt denn da keine Energie, Mann? Na egal, kommt her. Dieser Angsthase Luigi hat es doch tatsächlich bis hierher geschafft. Dann machen wir uns fast ein Cent voller der Angst. Ich schätze mal, jetzt sind wir an der Reihe. Als Labohus ist es an der Zeit, unsere wahre Gestalt anzunehmen. Das nächste Mal werden wir ihm einen schrecklichen Schrecken einjagen. Die restlichen Buhus kümmern sich jetzt um ihn. Die werden wir im Laufe noch ganz regulär fangen. Das hier ist ein sehr interessanter Bosskampf. Vor allen Dingen Luigi schreit mit Zungen im Mund. Sie haben sich zusammengetan zu einem großen Buhu. Der nennt sich Bullussus. Den besiegen wir wie folgt. Erstmal Eis her. Ja, danke, dass du es schon gemacht hast. Okay, zack, zack. Okay, ich bin eigentlich ein Idiot, schlechthin. Jetzt bin ich aber dumm hier. Ein Eisen und dann einsaugen. Und ich hab's eben vergessen einzusaugen. Na egal. Wir müssen ihn immer an das Horn des Einhorns bringen. Ja. So kommen wir alle an eine Stelle, weil solange wir kein Eis versprühen, wollen die uns ja eigentlich was. So. Hallo? Kommt keiner? Jetzt darf jeder mal. Eis, Eis, Baby. Und er wird ja natürlich immer kleiner, je weniger Buhus in ihm stecken. Ist ja ganz klar. Es sind eigentlich nur noch ein paar. Wunderlich. Ich hatte das erheblich länger in Erinnerung. Okay, komm. Yes, Baby. Es ist nicht einfach, die zu treffen. Die hauen natürlich vom Eis ab, okay. Ja, wie soll ich sie dann treffen? Cool. Ah, noch eine Runde kommen. Ein nervenaufreibender Bosskampf. Ach, wie soll ich euch denn treffen? Mann! Sie hauen ab! Sie wissen, was ihnen blüht. Oh, eine Hammer. So ein Quackes! Komm, aufs Horn mit dir! Ein gehörnter Freund. Jetzt müssen wir schon jeden einzelnen ins Visier nehmen. Die sind alle bei uns. Zack. Zack. Da waren es nur noch drei.
drei kleine Jägermeister, bla bla blub bla blip. Tschüss, Mann! Schade. Geh baden! Naja. Na, komm her. Nur noch drei. Es sind nur noch drei. Ah, okay. Damit ist es nur noch ein einziger. Es ist aber played. Und tschüss, Mann! Goodbye, Marlene. Allerdings sind es immer noch all die Buhus, ne? 37 von 50, Hammer! Okay, Luigi! Luigi, hörst du mich? Ich bin erleichtert! Okay. Ich fürchte... Okay, jetzt noch nicht. Es wird gleich ein großes Desaster geschehen. Na gut, darum kümmern wir uns dann zeitnah. Oh, geil, Mann. Luigi's Face. Wollen wir uns jetzt erstmal angucken, was wir so alles geleistet haben. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, den Hund im Garten hinten einen Besuch abzustatten, denn da müssen wir die Pflanze... Dürft ihr nicht verpassen, also wer bis hierhin schaut, der muss auch zu Ende schauen. Bulussus. Goldener Rahmen. Konnte ich jetzt nicht genau erkennen, für wen. Silberner Rahmen für den Muskelprotz. Silberner Rahmen für den Billardspieler in der Tat. Silber für die fette Kuh in der Badewanne. Wieder Silber für die Oma. Die war auch schwer. Goldrahmen für die Zwillinge. Wir haben es geschafft. Das war der dritte Bereich von vier. Madame Lecaro, Mr. Astraluniversum, Oma Adele, Fräulein Petunia, Volker Volltreffer, Fortis und Wigbert, Bulussus, 16 Geister. Jede Menge Kohle. Haut rein, ey. 52 Millionen. Das meiste bekommt man eh im letzten Bereich. Ab zur Villa mit mir. So, Leute. Wir gehen ganz kurz hinten in den Friedhof. Wie bereits erwähnt, wenn ich bin mir immer noch nicht sicher, in der Küche die Maus noch nicht habe, sollte ich mit ihr rechnen. Keine Maus. So, die Pflanze hat sich weiterentwickelt. Sie sieht jetzt ein bisschen anders aus. Wollen wir sie mal wieder gießen? Vielleicht öffnet sie sich dann. Bam. Vor allen Dingen den Mega-Diamant hier. Das ist das wertvollste Item im Spiel. Es gibt nur zwei davon. In the game. Okay. Und den zweiten bekommen wir, wenn wir in der Tat alle Buhus gefangen haben. Wenn wir 50 haben, der 50. ist dann die Erlösung. Wir gehen wieder hoch. Wir wollen wieder dahin. Zum einen, weil der Schlüssel für dort ist. Ich zeig's euch gerne mal. Ja, da der Schlüssel. Aber da wollen wir noch nicht hin, denn das wird eine höhere Katastrophe, ja. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir begeben uns hin und wir sehen uns wieder im nächsten Part, Leute. Also bis dann, ciao.